So, hallo, herzlich willkommen. Nach langer Pause bin ich wieder da, euer Sergeant Waters. Und aufgrund meiner langen Pause habe ich mich entschieden, heute mal in diesem einem Video zwei Autos zu zeigen. Und zwar nicht nur irgendwelche Autos, sondern die Autos des Erkundungssets. Das Erkundungsset ist bisher das erste kostenlose DLC, das auf dem Markt erhältlich ist. Na gut, was heißt erhältlich? Es wird einfach speziell gedownloadet. Und dies ist der erste Wagen und man bekommt ihn auf Ibiza. Mit acht Wracks. So. Es handelt sich um einen Lancia Stratos. Nicht nur irgendein, sondern die Rallye-Version. In Group 4. Das Ding heißt so, weil es halt in der Gruppe 4 gefahren ist. Es hat einen 2,5 Liter Ferrari V6, der 280 PS Leistung produziert. Und ihr fragt euch bestimmt, was hat Lancia zu tun mit Ferrari? Ganz einfach, nix. Das war im Endeffekt nur, die haben das Ding mit Ferrari halt, oder beziehungsweise die haben Ferrari, glaube ich, einfach nur gefragt, ob sie den benutzen können. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Dieser Motor mit seinen 280 PS beschleunigt das Auto von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 191 km/h. So. Was auffällt bei der Statistik ist die Bremskraft. 100% Bremskraft. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich auf der Straße. Und eins muss ich euch aber schon vorher sagen, ich bin das Ding noch nie komplett mit Höchstgeschwindigkeit gefahren. So, das ist aber eine Nebensache. Was aber dann auffällt, sind die Fenster. Die sind ja so komisch gebogen. Das sieht erst gar nicht komisch aus, aber wenn man die dann runter macht, das fährt nicht wirklich ganz runter, das Fenster, sondern das klappt einfach so um. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Vielleicht um Platz zu sparen. Vielleicht waren sie einfach nur doof. Oder die hatten wieder mal ein Experiment in den Augen, was irgendwie nicht wirklich funktioniert ist. So. Dann, wenn man den Stratos von vorne anguckt, scheint der recht breit zu sein. Und das ist er auch. Der hat ungefähr die gleiche Breite wie ein Nissan Skyline. Wer das nicht weiß, ein Skyline hat ungefähr Breite von 1,80 Meter oder sowas. 1,80 Meter, 2 Meter, keine Ahnung. Eins von beiden. Aber von der Länge her ist das Ding nicht größer als ein... Moment, ich glaube, das war ein Ford Fiesta oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall nicht größer als ein Kleinwagen. Diese Kombination aus immense Kraft, extreme Breite und extremer, ja, Kürze in dem Fall, machten dieses Auto richtig wendig. Und somit hat Lancia geschafft, die Rallye-Meisterschaft mit diesem Auto dreimal hintereinander zu gewinnen. Nun wollen wir mal herausfinden, wie es auf der Straße ist. So, da bin ich nun wieder. Auf der Straße wie in den ganzen anderen Videos. Und das erste, was auffällt, ist das Sound von diesem 2,5 Liter V6 Motor. Einfach nur unglaublich, muss ich ehrlich sagen. So, diese Beschleunigung von knapp 5 Sekunden oder was auch immer das war. Ich weiß nicht, ob das wirklich passt, denn auf der Sandstrecke, wo das Ding eigentlich hingehört, schafft es das niemals. Aber auf der Straße habe ich das noch nie getestet. Also, hören wir mal. Und da sind die 100. Und auf geht's.
So, und da ist die Höchstgeschwindigkeit von 193, nicht 191. Oh mein Gott. Schon wieder ist was falsch. Egal. Nun zur Bremse. Ich würde sagen, knapp 300 Meter für knapp 200 km/h. Das ist respektabel. Das kriegen nicht viele hin. Nicht viele Autos. So. Nun, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass dieses Auto aus der Rallye-Genre kommt. So. Das heißt, es kann extrem gut driften. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das gut kann. Wie ich gerade bewiesen habe. Ja. Ich bin da drin relativ null. Muss ich ehrlich sagen, ich kann das hier nicht. In anderen Spielen kann ich das, wie Dirt oder sowas. Aber hier nicht. Das regt mich ein bisschen auf. Wer hat den Sonnenschein-Spitznamen? Egal. Zurück zum Auto. So, mit der Driftfähigkeit, das kann ich gleich nochmal auf einer ja, das ging ja. Egal. So, nun wollen wir mal auf eine Dreckstrecke gehen, auf eine Offroad-Strecke und gucken, ob da einen größeren Unterschied gibt. So, hier sind wir nun wieder. Und sofort das erste. Diese Beschleunigung hat das Ding immer noch drauf. Wow. Und da ist es jetzt etwas schwerer mit umzugehen, weil halt die Reaktionen nicht direkt übertragen werden. So, Moment mal. Ja. Sagen wir so, das Auto ist genial, nur ich nicht. Und das Programm, mit dem ich das aufnehme, auch nicht. Denn das könnt ihr nachher nicht mehr sehen. Im Moment nimmt das mit 13 Frames pro Sekunde auf. Beziehungsweise mein Spiel zeigt gerade 13 Frames pro Sekunde auf. Beziehungsweise pro Sekunde an. Und das bedeutet, es hakt extrem. Egal. Das bedeutet zwar nur, dass ich nicht damit driften kann, aber ihr könnt sehen, es ist recht gut offroad. So. Das war der Lancia Stratos. Auf geht's mit dem nächsten Wagen. Ja, hier ist er. Dodge Challenger RT. Sofort von Anfang an. Große Frage, was bedeutet das RT? Ganz einfach, es bedeutet eigentlich nur Road and Track. Also das Ding ist für die Straße und für Rennstrecke konzipiert. Der Dingens, hier ist nochmal. Der Ingenieur. Oder der Designer, der den Dodge Challenger konstruiert und gezeichnet hat. Oder beziehungsweise den Dodge Charger, so heißt der.
war ein extremer Fan von der Aerodynamik. Wollte das Auto so aerodynamisch wie möglich machen. Gab nur ein kleines Problem. Er wusste nicht wirklich viel über Aerodynamik. Hier sind ein paar Stellen, wo man das gut sehen kann. Zum Beispiel hier. Und zwar ist es einfach nur der Kühlergrill. Ich meine, wer packt so einen riesigen Grill auf dem Auto? Das verstehe ich nicht. Egal. Und generell, wenn man mal von der Seite guckt, das ist ja ein Kasten. Muss man ehrlich sagen, ein Kasten mit Rädern und ein Cockpit da oben drauf. So, diese beiden Schlaufen hier sind eigentlich noch dazu, sind eigentlich nur noch ein Überbleibsel eines Konzepts, das umgeändert wurde. Und zwar war dieses Auto erst als Heckantrieb oder beziehungsweise als Mittelmotor-Auto konzipiert. Und dann wurde als letztes umentschieden, nein, der Motor kommt nach vorne. Und die haben vergessen, diese Seitenwände wegzumachen. Aber das ist nun jetzt der Charger-Style. Glaube ich, so heißt das. Egal. Das Ding hat einen 7 Liter V8 Motor. 7 Liter V8 Motor. Das ist scheißen groß. Einzig getoppt von dem Auto, was ich dann nur als Bild hängen habe, von der Dodge Viper. Das Ding hat einen 8,3 Liter Motor, aber das würde jetzt einen Rahmen sprengen. So. Hat 425 PS, 0 auf 106 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit von 233 und ich glaube auch, das ist falsch. So. Nun, die Rennversion dieses Autos. Also die NASCAR-Version. War die erste, oder beziehungsweise war das erste Auto, was jemals über 320 km/h geschafft hat. Und da muss man sich wirklich fragen, wie hat ein Auto so unaerodynamisch wie dieses das hinbekommen? Meine Meinung? Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die da mehr Kraft reingeschmissen wie ein Panzer, aber wer weiß. Egal. Wenn man innen reinguckt, fällt einem sofort auf Holz. Komischerweise haben die Amis es mit Holz. Frag mich nicht wieso. Die haben es irgendwie damit. Wenn man guckt, auf der Mittelkonsole ist Holz, auf dem Armaturenbrett ist Holz, da über dem Handschuhfach ist Holz. Moment. Geh auf. Hier. Überall Holz. Und keiner versteht wieso. Selbst das Lenkrad sieht so aus, als wäre es mit Holz bestückt. Versteht auch keiner wieso. Wie dem auch sei. Dann die Pedale. Moment, dafür gehe ich mal in das Auto. So. Pedale. Riesig. Das Gaspedal ist ja noch recht normal. So, dann das Bremspedal. Ganz in der Mitte. Ist ein bisschen übergroß. Warum hat man das so gemacht? Ganz einfach, damit man in einer scharfen Kurve da direkt einfach mit rein, damit man mit beiden Füßen da drauf trampeln kann. Das Pedal da links. Nicht täuschen, das ist nicht die Kupplung. Ah, mein Maus funktioniert nicht. Moment. Ah, jetzt aber. So, das Pedal links. Moment, muss ich wieder auf andere Seite. Da sieht man es, ganz links. Das ist kein Pedal. Ich weiß nicht, was das sein soll, muss ich ehrlich gestehen. Denn das ist, wie man hier sehen kann,
Automatik. Ja. Aber aufgrund meiner besonderen Einstellung ist jedes Auto, was ich fahre, halbautomatisch. Also nicht wundern. Wollen wir mal sehen, wie sich dieses Auto auf der Straße verhält. So, hier sind wir jetzt. Und das Erste, was auffällt, ist der Sound. Das kommt davon, wenn man 7 Liter V8 Hemi-Motor hat. Gib mir eine Idee. Ich glaube, ich mache mal ein technisches Video. Ach, das kommt später. Unglaublicher Sound. Wollen wir mal gucken, wie diese Beschleunigung aussieht. Ich nehme an, schlecht. Hundert. Fünfzig. Sieht nicht gut aus. Zweihundert, unglaublich. Was? Nur 4 Gänge? Was? Du Scheiße. Ich hab das dumpfe Gefühl, ich erreiche die Höchstgeschwindigkeit heute nicht mehr. 220. Ich glaube, daraus wird nichts mehr, denn das war's. Nun ja, direkter Vergleich: Die beiden Autos sind krass unterschiedlich. Mit diesem hier würde ich mich nicht mehr in der Nähe einer Kurve wagen. Aus Angst, dass das Ding wegspringt und anfängt zu heulen. Weil wer eben auf die Statistik geguckt hat, hat gesehen, dass Bremsen 12 ist. Das ist schlecht, das ist die schlechteste Statistik, die irgendein Auto hat. Ist einfach krank und abnormal und naja, gäbe es diesen Sound nicht, dann wäre es das schlechteste Auto der Welt. Aber glücklicherweise gibt es diesen Sound und das ist das Einzige, was einen davon abhält, dieses Auto nicht zu fahren. Und halt der nicht existierende fünfte Gang. Den gibt es leider auch noch. So. Leider gibt es keine Straße auf dieser Insel, die lang genug ist, um die Geschwindigkeit dieses Autos voll auszukosten. Aber man weiß ja nie. Vielleicht gibt es das irgendwann mal. Vielleicht werde ich die mal finden. Keine Ahnung. Ah! Glück gehabt. Naja. Das soll es dann mal hiermit sein. Und nun, kleine Überraschung. Ich habe gelogen ganz am Anfang. Das war nicht das letzte Auto. Jetzt kommt nämlich ein Sonderteil. So, und zwar, wer eben genau hingeguckt hat, hat ein Auto entdeckt. Keins dieser drei. Das, da wo ich gerade drauf zeige, es ist der Charger. Links ist Caterham R500, den habe ich schon gezeigt. Und rechts Lotus Evora, den habe ich auch schon gezeigt. Und da ist der Lancia Stratos. Jetzt habt ihr eben gerade einen Blick darauf angesehen. Das Auto, was ich jetzt zeige, ist die Rennikone. Rennikone, so. Größte Rennikone der Welt. Kommt aus Stuttgart. Und hier ist er. Der Mercedes 300 SL. Flügeltürer. Wer damit nichts anfangen kann, der hat Pech. Wie dem auch sei. 300 SL. 300 steht für Mercedes typisch. Für die Motorgröße. 3 Liter.
3 Liter Reihenmotor, glaube ich, 6 Zylinder, bin ich mir nicht sicher, waren zu viele Autos heute. Dann natürlich die ikonische Flügeltür. Gibt ein Problem. In dem neuen SLS, der hat genau die gleichen Türen. Der ist noch breiter als dieses Ding hier. Zwar kürzer, aber breiter. Wenn man direkt mit dem Auto hier neben parkt, knallt das da dran. So. Der Grund, warum die Flügeltüren hier rangebaut haben, ist eigentlich ein Zufall. Denn, wenn man die ganze Karosse wegnimmt, findet man ein Aluminium Space Frame, so heißt das. Im Endeffekt nur ein paar Aluröhren zusammengeschweißt, der wenig Material für viel Stabilität gibt. Und um das Auto stabil zu machen, mussten die hier unten auch dieses Gerüst bauen. Und normalerweise, wo die Tür ist, normal angebracht wird, normalerweise hier, wird dann kein Platz. Deswegen haben die sich gedacht, warum machen wir es nicht einfach auf dem Dach? Dann haben die es gemacht und es wird zum Schlager. Kein Auto hat bisher so viel Erfolg gehabt und ist so erkennbar. Nur an dieser bekloppten Flügelform. So, um einzusteigen, wie man sieht, man hat nicht viel Platz. Deswegen kann man hier in diesem Spiel leider nicht, aber in der Realität, das Lenkrad, da wo man normalerweise die Hupe findet, da wo ich gerade drauf zeige, den Mercedes-Stern, da ist eine Klappe drunter. Ja, das ist eine Klappe. Dann kann man aufmachen und das gesamte Lenkrad unterklappen lassen. Bleib auf. Scheißteil. Nein, auf jeden Fall kann man das Lenkrad dann komplett abklappen, sodass man leichter einsteigen kann. Man hat wirklich an alles gedacht. Nur an eins nicht. Wo sind Sicherheitsgurte? Man kann hier leider Gottes keine finden. Weiß nicht, ob das Absicht war oder einfach nur, weil damals Sicherheitsgurte noch nicht gesetzlich verpflichtet waren. Egal, die existieren einfach nicht. So. Wenn man oben jetzt im Namen schaut, findet man Solar Crown. Das bedeutet ganz einfach, dass dieses Ding ein Solar Crown Sonderwagen ist. Wie der Evora. Und zwar bekommt man den, wenn man von Hawaii den ersten Teil der Herausforderung geschafft hat. Gemeistert hat, also die erste Hawaii-Meisterschaft. Dann bekommt man den hier geschenkt. So, wollen wir mal sehen, was hiermit los ist. Ah ja, ganz am Anfang erstmal sämtliche Statistiken. Null. Ja, dieser 6-Zylinder-Motor produziert 215 PS. 0 auf 100 in 8,2 Sekunden. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 250, was ich wiederum wieder mal nicht glaube. Ich glaube, der kann mehr. Bin ich auch, glaube ich, schon mal gefahren. Egal. Wollen wir mal sehen, wie das auf der Straße ist. Hier bin ich jetzt. Und das erste ist der Motorsound. Man hört erstmal relativ wenig. Bis man bei 5.500 Drehungen kommt. Man merkt, dass dieses Auto mehr so für einen Gentleman gemacht wird, als für einen, ja, für einen Rennfahrer. Aber nicht irgendwie abhalten lassen. Die Rennversion dieses Dingen hat sämtliche Rennen damals. Le Mans hat das Teil gewonnen und sowas alles. Ja. Was auffällt? Die beiden Spiegel. Der Außenspiegel, ganz normal, wie na gut, ganz normal ist was anderes, aber ist auf dem Motorhaube befestigt, man kann damit nach hinten gucken. Der Rückspiegel, der normalerweise unter der Decke hängt, ist auf dem Armaturenbrett. Warum? Wahrscheinlich gibt es oben keine. Ah ja, genau, wegen den Flügeltüren, deswegen. Weil wenn man nach rechts guckt, kein zweiter Außenspiegel. So, Fenster aufmachen. Geht nicht. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht um Gewicht zu sparen. Weiß ich nicht. Wollen wir mal. Auf geht's.
100. Wow. Zweihundert im dritten Gang. Für ein Auto aus, ja, keine Ahnung, aus welchem Jahr. Recht respektabel. So, hier ist gleich die Kurve, die werde ich gleich mal fahren hier mit. So. Da, 252. Naja, das hat auch recht lange gedauert mit dem Bremsen. Aber nicht so lange wie mit dem Charger. Denn der Charger hatte nur 200, ich glaube, 20 oder sowas drauf. Und hat nur, ich glaube, 10 Meter weniger gebraucht als der hier. Also recht schlecht. Egal. Nun zurück zu dem. Man merkt, es ist aus dem Rennen entsprungen. Aus der Rennfahrerei. Denn wie man eben gesehen hat, die Kurve hat das Ding einfach nur aufgefressen in dem Fall. Ist einfach nur unglaublich. Juhu! Unfall, nein. Sorry. Wie dem auch sei. Es ist im Endeffekt wirklich der Gentleman Racer, das Ding hier. Im Endeffekt für jetzt Mercedes, alte Leute, denkt man daran. Das hier ist im Endeffekt, erfüllt jedes Klischee. Nun ja. Na denn, das war Sergeant Waters. Bis zum nächsten Mal.